extrem spannende Dividendenaktien und unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben, weil das zweite Unternehmen, das ich euch vorstelle, dort steht ein Nachkauf für mich an. Ich möchte hier meine Position tatsächlich verdoppeln. Fangen wir aber erst mit dem ersten Unternehmen an. Es wird jedem ein Begriff sein, weil zu dem Unternehmen gehört die iShares Sparte. Wir sprechen über BlackRock und BlackRock hatte nicht nur die iShares Sparte, die haben ja den PC Aladdin und viele weitere interessante Sachen, die sie vermarkten. Und das Unternehmen hat es natürlich aktuell auch nicht so einfach, weil auch ihr verwaltetes Vermögen einfach deutlich weniger wird und dadurch wird auch die Provision, was BlackRock am Ende des Tages erhalten wird, weniger. Aber dennoch ein richtig geniales Unternehmen, meines Erachtens absolutes Qualitätsunternehmen. Und so viel Konkurrenz gibt es ja in diesem Segment natürlich auch nicht. Und BlackRock hat natürlich einen richtig starken Namen und natürlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Long story short, man hat zuletzt auf jeden Fall viele Aktien zurückgekauft. Das ist ein Punkt, was mir extrem gut gefällt. Das KBV aktuell mit 2019 verglichen liegt noch etwas höher. Also da haben wir schon noch mal so eine Luft von 10, 15, 20%, was das Unternehmen gerne nachgeben kann. Und beim KGV aktuell auch noch bei 20. Durch die aktuelle Situation kann es durchaus sein, dass man hier eventuell den Gewinn pro Aktie bzw. auch den Umsatz etwas anpassen muss. Da muss man einfach mal auf die nächsten Quartalszahlen schauen. Auf jeden Fall von der Nettomarge her liegt man jetzt schon wieder etwas niedriger wie die letzten Jahre, also 3% gesamt. Im prozentualen Verhältnis wären das tatsächlich 10%, aber die Dividende ist gut gedeckt und die wird man auch über die nächsten Jahre definitiv gut steigern können. Das sind Sachen, die mir definitiv sehr gut gefallen. Seit 2019 kaufe ich übrigens Aktien beim Zero Broker. Das Besondere daran ist, ich habe seit 2019 keine Gebühren mehr bezahlt. Das ist richtig genial, da die ganze Übersicht auch richtig einfach dargestellt ist, sprich du findest die sehr, sehr schnell zurecht. Der Kundenservice ist richtig gut, habt ihr ja auch öfters mal Fragen, ihr ruft den Kundenservice an oder schreibt den, super Support auf jeden Fall. Und wenn du auch dort Kunde werden möchtest, gerne den Link unten verwenden und mit dem Link bekommst du nämlich noch eine Gratis-Aktie. Da musst du aber in den ersten 30 Tagen einmal quasi Aktien kaufen, ETF oder Kryptowährungen, gerne mal abchecken und auch Kunde beim Zero Broker werden. Genauso wie der Free Cashflow, der wird bei dem Unternehmen immer mehr. Auch dieses Jahr soll der angeblich mehr werden. Also da tut man auf jeden Fall sehr gut wirtschaften. Das sind Sachen, die mir einfach sehr gut gefallen. Und dann schauen wir einfach noch mal kurz das historische KGV an. Und zwar liegt man hier aktuell noch immer etwas höher wie die letzten 10 Jahre im Durchschnitt. Das Durchschnitts-KGV liegt bei 18,7. Das wäre einfach so, ja, so eine Schwelle, sage ich mal, wo das Unternehmen dann für mich immer interessanter wird für einen möglichen Kauf. Zuletzt sind wir extremst hochgegangen und zwar bis zur 200-Tage-Linie. Da sprechen wir einfach davon von $600 auf fast $750. Aktuell stehen wir wieder bei $650 und für mich wäre so ein extremst interessantes Chancen-Risikoverhältnis bei ca. $580. Da würde ich dann gerne langsam mal eventuell die erste Position kaufen. Kommen wir gleich direkt zum zweiten Unternehmen. Ich möchte euch da gar nicht lang auf die Folter spannen. Wir sind wieder im Rohstoffsektor unterwegs und zwar bei Newmont. Newmont Mining hat insgesamt 12 Produktionsstätten in Nordamerika, ist in Südamerika unterwegs, in Australien und Afrika. Ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Natürlich, wenn man das möchte, ich bin ja relativ viel im Rohstoffsektor unterwegs. Schauen wir einfach mal das KGV an. Da liegt man auf jeden Fall noch deutlich höher wie geplant eigentlich, aber man kauft Aktien zurück. Das KBV sieht eigentlich sehr interessant aus, aber vom KGV her, ja, könnte es schon ein bisschen besser sein. Aber wenn man das KBV sich anschaut, das ist eigentlich schon relativ gut. Natürlich ist auch gut die Nettomarge mit fast 15%. Man hat relativ hohe All-In-Standing-Kosten, also für Gold ca. $1.300. Der Preis bei Gold liegt bei ca. $1.700, also da ist schon noch eine ganz vernünftige Gewinnmarge. Man hat auch über die letzten Jahre hinweg den Umsatz steigern können, aber was einem natürlich auffällt, die Dividende ist definitiv zu hoch aktuell. Ja, da hätte jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn die sie ein bisschen kürzen würden, dann hat man einfach mehr Geld fürs Unternehmen zur Verfügung. Also da gehe ich davon aus, dass die eventuell mal angepasst werden könnte.
Was natürlich nichts Schlimmes ist, weil ich weiß das ja schon, bevor ich investiere quasi. Natürlich müssen wir uns ganz kurz mal die Nettoverschuldung anschauen. Die sieht sehr gut aus und der Free Cashflow, der wird weniger. Also da ist auch wieder ein Punkt Abzug definitiv da. Also es ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt bei dem Unternehmen. Der Goldpreis, der ist relativ stabil die letzten 2 Jahre, kann man sagen. Ich gehe aktuell noch ein bisschen davon aus, dass wir so Richtung 1650, vielleicht sogar 1600 Dollar runterlaufen könnten, weil man kann es ja nie wissen. Dann muss irgendwann der Boden da sein, weil das ist einfach zu günstig in der aktuellen Situation. Und wenn dann der Markt mal ein bisschen dreht beim Goldpreis, dann dreht natürlich auch Newmont Mining, aber die haben es in letzter Zeit natürlich nicht so einfach gehabt, weil die haben ein Problem mit einer Mine. Das ist mit einem Joint Venture Projekt mit Barrick Gold. Barrick Gold, komischerweise, hat da überhaupt keine Probleme, Newmont schon. Ja, hoffentlich wird es einfach ein bisschen besser, aber dadurch ist der Kurs einfach extremst runtergegangen und ich möchte hier gerne bei ca. 42 Euro meine Position verdoppeln.